D, die euch, das Blaue vom Himmel herunterlüten, sind D, die ihr, in den Himmel hebt. Mein Kind, sage den Kindern der Erde heute bitte das folgende. Ihr verirrt euch, meine Kinder, und lauft dem Teufel in die Arme, doch merkt ihr es nicht. Ihr müsst euch zu Jesus bekennen, denn nur er ist der Weg in die Herrlichkeit. Nur mit ihm werdet ihr ewig leben. Nur er kann und wird euch erlösen, wenn ihr euch zu ihm bekennt, ihm euer Ja schenkt uneingeschränkt und euch aufmacht, um ihm nachzufolgen. Meine Kinder, eure Seele wird leiden, wenn ihr länger wartet. So kehrt um und schenkt Jesus euer Ja. Er wird wiederkommen, um zu siegen, und einen jeden wird er mit sich nehmen in sein neues Königreich, der ihm folgt, ihm treu und ergeben ist. Worauf wartet ihr noch? Das Böse setzt sich bereits überall um euch herum um, und immer noch negiert ihr, was geschieht. Ihr redet alles schön und habt für alles eine Erklärung, nur weil ihr euch nicht ändern wollt. Alles soll beim Alten bleiben. Kinder, was seid ihr doch naiv und verblendet. Brecht aus eurer so bequemen Haltung, denn das Böse kommt auch zu euch, und nur wer bei Jesus ist, wird gerettet werden, denn der, der bei Jesus ist, wird nicht verloren gehen. So bekennt euch und schaut der Wahrheit ins Gesicht. Der Böse setzt seine Pläne um, doch lieber nehmt ihr sie an, als irgendetwas zu verändern an euch oder eurem Lebensstil. Meine Kinder, wenn ihr nicht erwacht und euch zu Jesus bekennt, werdet ihr bald schon in Leid versinken und untergehen. Seid gewarnt, denn die, die euch das Blaue vom Himmel herunterlüten, sind die, die ihr in den Himmel hebt. Seid gewarnt der süßen Worte, denn sie kommen aus den Mündern derer, die euch geradewegs in die Höllenfeuer führen. Sie schrecken vor nichts zurück, und sie lieben euch nicht. So seid also gewarnt, denn die, die euch schmeicheln, heucheln und vordergründig euer Bestes wollen, sind die, die euch an den Teufel ausliefern werden. Seid also gewarnt, und macht euch bereit für euren Jesus. Mein Sohn wartet auf einen jeden von euch. So schenkt ihm euer Ja und beginnt, ganz mit ihm zu leben. So werdet ihr nicht verloren gehen, und Jesus wird euch mit sich nehmen am Ende der drei dunklen Tage. Haltet durch, meine geliebte Restarmee. Ich liebe euch, euer Jesus. Meine Kinder, lauft zu meinem Sohn und werdet eins mit ihm. Verbindet euch mit seiner Restarmee im Gebet und beginnt, eure Herzen mit seiner Liebe anzufüllen. Dann werdet ihr selbst für eure Feinde beten können und stark für das Ende sein. Amen. Ich liebe euch, eure Mutter im Himmel, Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.